Hallo und herzlich willkommen im Lager von Pandoras Box, unserem kleinen Onlinehandel für gebrauchte Klemmbausteine. Heute habe ich euch ein Lego Modular mitgebracht, und zwar die 10243, das Pariser Restaurant. Von vielen als eines der schönsten Lego Modulars bezeichnet, kann ich auch gut nachvollziehen, aber auch nicht alles, was glänzt, ist immer Gold, auch wenn hier sogar ein goldener Ring mit dabei ist. Dieses Set möchte ich euch hier zeigen. Wir haben das gebraucht von einem Zuschauer gekauft. Ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Ihr könnt das demnächst auch bei uns im Shop erwerben. Überhaupt ganz kurzer Werbeblock. Wir haben momentan viele neue Sachen. Wir haben mittlerweile relativ konstant die 100.000-Teile-Marke geknackt. Schwankt immer so ein bisschen, wenn einer was bestellt, und wir füttern wieder Gegend. Und wir haben auch jede Menge neue Sets mit für euch drin. Schaut doch mal vorbei, wenn ihr gerade ein paar neue Klemmbausteinsachen sucht. Im Laufe der Woche wird dann dieses hier auch mit bei uns in den Shop kommen. Ja, und typisch Refue-Manier fangen wir an mit der Verpackung. Klassisch Creator Expert haben wir hier eine Verpackung, bei der das Set sehr klar drauf zu erkennen ist. Es ist so ein bisschen Hintergrund dargestellt, damit das Ganze nicht nackt ist. Auf der Rückseite sehen wir dann noch einige Detailaufnahmen. Ihr seht, der Karton hat sehr, sehr gelitten auf dem Transport hierher. Der ist überall auch so ein bisschen kaputt, ein bisschen eingedrückt. Das war nicht so richtig gut verpackt. Das Set war auch teilaufgebaut hier drin, und das hat der Karton nicht wirklich vertragen. Das heißt, das ist dann auch nicht eingebracht. Den Karton gibt es mit dazu. Ihr könnt dann entscheiden, ob ihr ihn haben wollt oder nicht. Aber der ist in unserem Preisspektrum nicht mit eingepreist. Ja, zwei weitere Modular-Sets sind angezeigt hier. Hier auch das Cinema, das hatte ich euch hier auch schon gezeigt in der letzten Modular-Week. Wir haben einzelne Detailaufnahmen innen drin. Und etwas, was ich sehr gut finde an diesen Verpackungen, ist, dass hier außen schon drauf war, welche Teile innen drin sind. Wir haben so eine kleine 1:1-Ansicht. Setnummer steht drauf, Teilenummer, die üblichen Hinweise. Aber das war es auch schon im Prinzip zum Karton. Kommen wir zur Anleitung. Die Anleitung bei den Modulars finde ich häufig sehr, sehr gut. Das liegt vor allen Dingen daran, weil es einzelne Hefte sind und in jedem einzelnen Heft wirklich ein Bauabschnitt vollständig dargestellt ist. Das heißt, ihr habt ein Heft zu jeder Etage, und das macht es eben möglich, dass mehrere Personen theoretisch gleichzeitig bauen können. Das heißt, das hier mit dem Partner oder vielleicht sogar noch mit der Familie aufzubauen, wäre überhaupt gar kein Problem. Alle können gleichzeitig bauen und jeder hätte hier seinen Spaß damit. Ansonsten sind das sehr Lego-typische Anleitung, sehr einfach, wenig Teile in einem Bauschritt. Es wird sehr darauf geachtet, dass immer alles gut zu erkennen ist. Wir haben in der letzten Anleitung natürlich eine Teileliste, gerade als Gebrauchteilehändler finde ich diese Teilelisten super wichtig. Es gibt ganz, ganz viele Sets von alternativen Anbietern, die keine Teilelisten verwenden. Damit ist es uns gerade bei größeren nicht mehr möglich nachzuvollziehen, ob die Sets vollständig sind, außer man geht Bauschritt für Bauschritt durch. Wer das mal probiert hat, weiß, dass das eine fürchterliche Arbeit ist. Und ansonsten Lego-typisch, klar, einfach, strukturiert, gut erkennbare Bilder. Durchaus manchmal schon ein bisschen sehr wenig Anspruch. Da könnte mal ein bisschen mehr passieren hinten dran. Gerade erfahrene Baumeister langweilen sich da schon eher sehr, sehr schnell, wenn man wie hier ein oder zwei Teile pro Bauschritt hat. Persönlich verbaue ich mich dabei dann auch ganz gerne, weil ich mich im Kopf mit was anderem beschäftige. Dennoch zwischendrin immer mal wieder gerne ein Lego-Set gebaut, einfach weil es in der Regel funktioniert. Das muss man auch einfach ehrlich sagen. Aber die Anleitungen, Lego-typisch, einfach gut. Kommen wir zu den Minifiguren. Bei den Minifiguren ist natürlich ein Koch mit dabei, der Kellner, eine Rollerfahrerin, die hier auch mit einem Roller kommt, und ein Pärchen. Dieses Pärchen ist insoweit ganz interessant, weil sie eine Geschichte in diesem Modular erzählen, nämlich er macht ihr gerade einen Antrag und sie ist die Künstlerin, die oben unterm Dach wohnt. Ansonsten sind das relativ generische Figuren, auch die Aufdrucke sind in der Lego-Welt nichts Besonderes. Das Besondere sind hier eher noch die Haarteile. Drei von den Figuren sind auf der Rückseite bedruckt, die anderen beiden nicht. Die Köpfe sind absolut generisch, das sind immer der gleiche Gesichtsausdruck. Auch obwohl dieses Set 2014 rausgekommen ist, da gab es schon verschiedene Gesichtsausdrücke drauf. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Varianz gewünscht. Überhaupt überrascht es mich hier auch, dass bei einem so großen Modell nur 5 Minifiguren mit dabei sind. Hier wäre es irgendwie schon schön gewesen, wenn man vielleicht nochmal 2, 3 mehr hätte. Denn im Gesamten wirkt das Gebäude mit diesen Figuren doch recht leer. Hat aber noch andere Gründe, da kommen wir dann jetzt gleich zu. Und zwar, wenn wir uns das Gebäude im Gesamten angucken.
Erstmal, was von vornherein auffällt, ist, dass dieses Gebäude wirklich mit tollen Aspekten gestaltet wurde. Es gibt hier Steine, die wurden auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise verbaut. Hier zum Beispiel gibt es weiße Croissants, die als Verzierung eingesetzt wurden. Oder, damit ich euch die richtige Ecke zeige, hier unten der Federkopfschmuck wurde hier als Designelement eingebaut. Auch etwas, was sehr unüblich ist, ist, dass die Gestaltung im vorderen Bereich, zumindest bei den Lego-Sets, sehr, sehr üppig ist. Hier geht ziemlich viel ab. Und ich mag zum Beispiel sehr diesen kleinen Vorbau hier vorne. Ich mag diese kleine Sitzecke. Und hier vorne bei der Überdachung ist auch ein Element verbaut. Das gab es in der Atlantis-Reihe in Pearl Gold, hier in Schwarz verbaut, um diese Balustrade hier darzustellen. Das ist eine schöne Sache. Auch was wirklich bemerkenswert ist, ist, dass es für einen Modular nicht an der Seite oder im hinteren Bereich aufgehört wurde. Das habe ich euch hier schon oft gezeigt, dass hinten dann einfach keine Designelemente mehr drin sind. Lego selbst macht das ja auch ganz gerne mal, zum Beispiel bei der Corner Garage, die kam später raus als das hier, ja. Trotzdem hörte das da hinten irgendwie auf. Das ist hier nicht der Fall. Hier geht das wirklich sehr, sehr konsequent weiter. Ich habe zum Beispiel noch einen Kamin, der auch erst in der oberen Etage überhaupt ansetzt. Der ist unten nicht weiter verbaut. Wir haben im Außenbereich noch einen Sitzbereich. Wir haben kleinere Laternen gestaltet. Hier hinten gibt es noch einen Abfallbereich. Das Gebäude hat von außen eine ganz, ganz große Schwäche, und zwar, dass hier sehr, sehr viel Platz verschenkt ist. Also das Gebäude ist super schmal. Also man sieht das ja hier. Und hier sind einfach riesengroß Platz verschenkt. Das Problem dadurch ist, dass man im Inneren im Wesentlichen nur so knappe 10 Noppen hat, Breite. Man hat ja auch noch die Wände des Gebäudes, die gebaut werden. Und dadurch wird das Ganze sehr, sehr beengt innen drin. Und dadurch ist im Inneren auch relativ wenig Platz. Von der Formsprache her und von der Detailverliebtheit der Außengestaltung ist das aber definitiv eins der wirklich guten Lego-Modulars. Ja, Luft nach oben. Wie gesagt, ich hätte mir hier sehr, sehr gewünscht, dass es ein bisschen tiefer ist. Aber die Designelemente, ich mache auch, wie hier das Dach konstruiert ist. Also, das ist echt schön. Und wir gucken uns jetzt mal die Etagen Stück für Stück an. Und wir fangen an mit dem eigentlichen Restaurant. Der Vorläufer hiervon war das Cinema. Das war von innen nicht gefliest. Das war einer meiner Kritikpunkte, vor allen Dingen, weil die Etagen auch super leer waren. Das ist hier nicht der Fall. In diesem Pariser Restaurant hat Lego zum allerersten Mal eine komplette Etage mit Fliesen ausgestattet und innen richtig, richtig krass eingerichtet. Und zwar, ja, es ist sehr, sehr schmal. Gerade der Besucherbereich hier innen drin bietet sehr, sehr wenig Platz mit ein bisschen mehr Noppentiefe. Also ich glaube, hier so sieht man wirklich, wie viel Platz auf dieser Baseplate auch verschenkt wurde. Wäre hier sehr viel mehr möglich gewesen, aber mit dem eigenständig gewählt begrenzten Baubereich innen drin wurde dann doch echt viel gestaltet. Vor allen Dingen, ich habe das nie verstanden, aber für Lego hat eine Inneneinrichtung in einem Gebäude nicht von Anfang an dazugehört. Also das war irgendwie der ganz neue, heiße, ne? Ihr wisst, das ganz Besondere, das innen drin eingerichtet wurde. Und hier ist es dann wirklich so, dass wir eine sehr cool eingerichtete Küche haben mit spannenden Elementen. Hier hängt auch Werkzeug an der Seite. Ich mag dieses Nudelholz, wie das konstruiert ist. Das ist so einfach und so gut dabei. Wir haben eine Theke, wir haben wirklich Vorhänge gestaltet mit Sitzbereichen dran von dem Restaurant. Ich finde es auch schön, dass die Lampen, die im Innenbereich sind, die haben durchgängig in allen Etagen so das gleiche Design. Was man wirklich auch hervorheben muss, auch etwas, was Lego scheinbar aus den Modulars vorher gelernt hat, in diesem Set sind keine Sticker verbaut. Das hier sind alles Prints. Das heißt, das Bild an der Wand, das Schild hier vorne, alles, alles Prints. Und das finde ich gut. Das gehört sich für mich einfach so. Das ist ein Set für Erwachsene. Die wenigsten Erwachsenen haben Freude darauf, wie blöd da kleine Sticker drauf zu kleben. Und es ist einfach eine Frage der Wertigkeit hinten dran, das dann auch anständig zu verbauen. Und auch von der Farbgebung im Inneren
Man hätte hier natürlich sicherlich gerade Lego, ne? Bei den Tan-Fliesen, die hier verbaut werden, die den Holzboden darstellen sollen, wurden 1x4 Fliesen genommen, die dann sehr, sehr geradlinig eben Dielen darstellen sollen. Und hier finde ich es dann auch sogar gut, dass man nicht gesagt hat, okay, man macht jetzt eine 2x4 Fliese in Tan, damit man weniger Teile hat, sondern man geht diese Maserung, mit denen man hier probiert hat zu erzeugen. Das finde ich ziemlich gut umgesetzt. Das ist vollkommen okay. Ich mag auch dieses kleine Flaschenregal, was hier noch an der Seite ist, wo dann sicherlich typisch in einem Restaurant dann noch Bestecke und ähnliches und Servietten noch und Tischdecken und was man hier alles noch so hinlegt mit reinmachen würde. Auf der Rückseite haben wir im Prinzip den Entsorgungsbereich. Was ich ein bisschen uncool finde, ist, dass man die Mülleimer quasi durch die Fenster durchsieht. Das fände ich, glaube ich, beim Essen nicht so richtig appetitlich. Für ein Restaurant fehlt mir auch, wie gesagt, es fehlt auch einfach Noppentiefe. Hier auch ein Bereich mit einer Gästetoilette gibt es hier auch nicht, wäre aber sehr, sehr typisch für ein Restaurant. Und was mir hier auch wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist die Gestaltung hier draußen mit den Bionicle-Armen und den Bars, die hier angeklippt wurden, um hier eine Verzierung im Gebäude selbst darzustellen. Finde ich mega gut gemacht, gefällt mir wirklich sehr. Die untere Etage ist auch für mich im Modular, abgesehen vom rückwärtigen Bereich, den ich sehr nackt finde. Und wie gesagt, verschenkte Noppen, jetzt habe ich es schon ein paar Mal gesagt, das Highlight an dem Set. Das Obergeschoss besteht im Prinzip aus zwei Elementen. Und zwar ist der Außenbereich von der eigentlichen Etage getrennt. Und das zeigt hier insbesondere, dass man durchaus verschiedene Wege gehen kann. Dass es aber auch nicht immer ganz selbstverständlich ist, diese Wege wirklich zu finden und manchmal auch sehr ungewöhnliche Formen als Grundform annehmen muss, wenn man eine solche Gestaltung machen möchte, bei dem man mit einer Brücke außen drumherum, mit einer Treppe außen drumherum gehen kann. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass auch hier wieder die Dark Red Domes verbaut werden, wurden die innen drinne schon die Beleuchtung darstellen, hier aber andersrum, um eine Bepflanzung an einer Laterne darzustellen. Das finde ich echt cool gemacht. Und ansonsten ist es ein recht simpel gestalteter Außenbereich. Der lässt sich dann aufsetzen und ergänzt an der Stelle dann die Treppe weiter. Und die Etage oben drüber ist eine Wohnetage. Die hat einen angedeuteten kleinen Balkon, der ist wirklich sehr, sehr klein. Durch die Form der Bebauung geht die Tür auch zwar gut auf, aber nicht ganz, weil dann schlägt sie in der kleinen Wohnküche an dem Schränkchen dann auch an. Wir haben natürlich die Tür, um das Ganze überhaupt zu betreten. Und dann gibt es einen sehr, sehr karg eingerichteten Innenbereich. Also hier ist auch wieder nichts gefliest. Wir haben ganz wenig Platz im Inneren. Was sehr schön gemacht ist, ist, dass hier ein Kamin dargestellt ist. Wir haben eine ganz klitzekleine Küche, einen winzigen Essbereich und einen drehbaren Sessel und das war's. Etwas, was ich cool gelöst finde, ist für den wenigen Platz, ist, dass es hier ein herunterklappbares Bett gibt. Aber das war es im Prinzip auch schon zu dieser Etage. Und wenn man sich hier etwas mehr Platz genommen hätte oder auch nur etwas mehr Spielraum sich selbst in der Gestaltung gelassen hätte, wäre hier durchaus mehr möglich gewesen innen drin. Aber wie gesagt, die obere Etage ist nicht unbedingt das Highlight, auch wenn ich, wie gesagt, das hier mit dem runterklappbaren Bett eine witzige Idee finde. Das war ja, glaube ich, mal in den 70ern auch wirklich so richtig in, wo man diese großen Schrankbetten hatten und wenn Gäste kamen, dann wurde der Schrank aufgemacht und das Bett rausgeklappt. Ich weiß nicht, ich glaube, meine Großeltern hatten mal so ein Ding. Ja, auch hier Lampenschirm wieder im gleichen Design gehalten. Aber ansonsten ist hier das Interessante von der Optik her wirklich wieder die Fenster, wieder der Außenbereich. Hier auch sehr, sehr schön gestaltet mit den Baurichtungsumkehren, damit man die Plates hier vertikal verbauen konnte und nicht horizontal, um hier eine Gestaltung, eine Außengestaltung darzustellen. Schön gemacht auch, dass man die Techniksteine hier so genommen hat, dass man hier mit tanfarbenen Achs- und Pin-Konnektoren hier gegenarbeiten konnte, um nochmal so ein kleines farbliches Highlight einzubauen. Also wirklich von der Außengestaltung her ist das super, aber im Innern echt karg. Von der Konstruktion her, die für mich spannendste Etage ist wirklich das Dach. Hier haben wir ein abgeschlossenes Element und ich muss einfach sagen, dass ich hier die Verwendung von den Hörnchen und den Kopfschmuckfedern
super gut finde. Also das sind hier wirklich kleinste Elemente, die hier eine so spannende Optik machen. Das mag ich, das finde ich echt toll. Auch, dass hier mit einer Baurichtungsumkehr gearbeitet wurde und hier die Slopes andersrum verbaut wurden als in einer sehr, sehr üblichen Art und Weise, wie sie häufig verwendet wurden, damit man hier mit den Plates, mit den Handlebars dran gegenarbeiten konnte. Finde ich toll. Also von der Bautechnik her, hier ist das super interessant. Auch die Kurve, die hier gegangen wurde mit den Slope Curved in Dark Blue, auch sehr schön von der Farbe her, harmonisiert das hier super. Ist das eine interessante Art und Weise, das zu bauen. Was ich schade finde, ist, dass wir hier einfach eine Reihe offener Noppen haben. Hier hätte man durchaus auch noch etwas verkleiden oder noch etwas als Designelement reingeben könnten. Was ich auch klasse finde, ist der Kamin, der hier nicht einfach nur mit Bricks gerade hochgebaut wurde, sondern wir haben hier verschiedene Bricks. Wir haben hier ein bisschen Tiefe drin. Hier wurde auch mit Headlight Bricks und Tiles noch gearbeitet, um hier eine unterschiedliche Struktur reinzubringen. Das finde ich wirklich, wirklich gut. Auch hier im Außenbereich steht eine Pflanze und da wurde auch wieder das gleiche Element genommen, was unten bei den Lampen schon vorhanden ist. Und das Ganze lässt sich auch noch aufklappen. Und innen drin befindet sich ein Malatelier. Ich möchte hier nicht sagen, dass es wirklich eine Wohnung ist, sondern es ist einfach nur ein Atelier. Dort steht eine Staffelei. Im Hintergrund liegt noch eine Leinwand, die schon bemalt ist. Und das war es im Prinzip auch. Ansonsten ist diese Etage leer. Was ich sehr schön finde, ist, dass hier mit den Arches gearbeitet wurde, sodass man hier eine schöne Rundung innen drin hat. Und ich mag diesen Ofen, der hier dargestellt ist. Der ist auf eine schöne Art und Weise konstruiert, sodass eine Plate mit Bar in einen Technikbrick hineinrutscht, damit man wirklich das Gefühl hat, man schließt hier eine Klappe. Und dadurch, dass man hier am Kamin so ein ganz klein wenig Tiefe hat, hat man hier auch noch ein bisschen gegengearbeitet, damit man wirklich ein Feuer darstellen konnte. Eine kleine Markise an der Tür, durch die man dann auch diese Etage betreten würde. Aber im Prinzip ist es das von innen. Und das ist schade, denn wie gesagt, viel Platz verschenkt. Es ist so ein bisschen Rohbau von innen. Also da hat man angefangen auf eine echt tolle Art und Weise, aber da wäre durchaus mehr möglich gewesen. Weshalb wirklich ich verstehen kann, dass gerade im Kontext der Lego Modulars, die ja häufig die gleichen Kritiken haben. Also sehen wir es mal so, bis zur Corner Garage, die ganz neuen habe ich noch nicht gebaut. Ich glaube, die Corner Garage ist das Aktuellste, was ich noch mitgebaut habe. Bin gerade nicht hundertprozentig sicher. Sind die Kritiken immer gleich? Leere Baseplates hinten und karger Innenraum. Und bei dem hier ist zumindest die untere Etage extrem gut gestaltet. Hier fing es auch an, dass die untere Etage gefliest wurde. Warum Lego die oberen Etagen nicht fließt, keinen blassen Schimmer, ich weiß es nicht. Und wie gesagt, das hier ist zumindest komplett rundherum gestaltet. Und das ist schon echt was wert, wenn man in die Modular-Reihe wirklich mit sich selbst vergleicht. Es gibt da draußen mittlerweile, 2014 war das auch noch nicht so intensiv, so viele Anbieter, die Modulars herstellen. Auch, und da sind auch Gebäude dabei, die sind over the top. Also die sind hiermit überhaupt nicht mehr vergleichbar. Aber wenn man wirklich bei Lego in der eigenen Modular-Welt bleibt, kann ich absolut verstehen, dass hier viele sagen, dass das eins der besten Modular ist, die Lego je gemacht hat. Und wie gesagt, von der Außengestaltung her gehe ich super mit. In der unteren Etage kann ich es auch noch verstehen. Die beiden oberen Etagen und der verschenkte Platz hinten dran machen es für mich nicht unbedingt zum allerbesten, aber auf jeden Fall zu einem der besseren. Und damit gerade mit dem Modular-Aspekt, ich kann mir das hier sehr gut vorstellen, dass das neben dem Bookshop, neben der Detektei, neben der Police Station sehr, sehr gut aussieht. Und ja, jetzt gebe ich wieder die Frage an euch. Was denkt ihr denn über dieses Set? Wie seht ihr das? Ist das für euch auch eins der besten Lego-Modulars, die hier rausgekommen ist? Wenn ja, warum ist es das für euch? Schreibt uns das gerne mal. Unsere Meinung ist ja nicht die einzige, die hier draußen herum diffundiert, sondern es gibt ja so viele Meinungen, wie es Baumeister da draußen gibt. Und deshalb interessiert die uns auch immer so. Und bis wir uns in den Kommentaren lesen, wünsche ich euch eine tolle Woche vor euch, einen tollen Start in die Woche. Bleibt gesund und munter, baut etwas Schönes und ganz wichtig, baut euch eure Welt, wie sie euch gefällt und lasst euch hinterher nicht sagen, was ihr mit euren Sets oder euren Steinen machen sollt. Und bis wir uns in den Kommentaren lesen, lebt lang und in Frieden.